Die Freiheitlichen wollen die Landesregierung dazu verpflichten, eine nachhaltige Reduzierung der Treibstoffpreise auf dem ganzen Landesgebiet vorzunehmen. Der gesetzgeberische Spielraum für eine Senkung der Preise für Benzin und Diesel ist vorhanden. Die Landesregierung muss diesen endlich nutzen. Andreas Leiter-Reber. Die Landesregierung kann zwar nicht die Akzisen oder die Steuern senken, das ist Zuständigkeit des Staates, aber Südtirol kann als autonome Provinz genau das machen, was jede andere Region in Italien hat. Sie kann eine indirekte Förderung machen für die Bewohner der Provinz. Das heißt, so wie es jetzt bei den Grenzgemeinden angewandt wird, kann jeder Südtiroler davon profitieren und einen bestimmten Prozentsatz zurückbekommen von den Treibstoffpreisen. Das wird in der Region Friaul schon seit Jahren gemacht. Und Südtirol ziert sich hier und die Landesregierung und die Südtiroler Volkspartei redet sich immer auf Rom hinaus und sagt, ja, Rom soll endlich einmal die Steuern senken. Dabei hätte die Landesregierung längst die Möglichkeit, auch selbst hier aktiv zu werden.